einen besonderen Tag, denn wir haben anderthalb Jahre auf ein Ereignis auf diesen Tag hingearbeitet, weil wir heute eine Ausstellung Ihnen vorstellen, die in den nächsten Jahren weiter wachsen soll. Das alles musste Anlauf bekommen und vorbereitet werden. Als wir 2015 mit diesem Thema zum ersten Mal konfrontiert wurden, hatten sich drei größere Akteure zusammengefunden und ein Gespräch darüber begonnen, ob man dieses Museum neu aufbauen, retten kann. Das war zum einen die Kulturstiftung des Bundes, die gesagt hat, wir können in unserem Trafo-Programm, in dem es um Kultur im Wandel in den Regionen geht, den Wandel von Kulturinstitutionen, so einen Prozess begleiten. Es war der Landrat mit dem Landkreis, die gesagt haben, wir sind bereit, nochmal darüber zu sprechen. Und es war das Kulturministerium von Brandenburg, die uns eingeladen haben. Wir haben damals im Herbst 2015 bei Martin Gorhold gesessen im Büro und haben darüber gesprochen, wie könnte man sowas angehen. Auch von meiner Seite. Danke für die freundliche Begrüßung, sehr geehrte liebe Frau Völkers, Herr Landrat Schmidt, Herr Bürgermeister Lehmann, ist er irgendwo? Herr Bürgermeister, grüße Sie sehr herzlich. Herr Porath, Herr Anders und Herr Fischer, Herr Hoffmann und Herr Neumann und vor allen Dingen Sie, sehr geehrte Damen und Herren, die heute an diesem schönen Sommermorgen hierher gekommen sind. Heute ist ja ein außergewöhnlicher Tag für das Oderbruch-Museum Alt-Ranft, für die Region, aber insgesamt für die gesamte Museumslandschaft in Brandenburg. Denn die neue Ausstellung Wasser und Oderbruch greift Ereignisse der regionalen Geschichte auf, von deren Auswirkungen viele Menschen hier in der Region betroffen waren. Vor 300 Jahren entstand das Deichverbandswesen im Oderbruch. Zudem sind 70 Jahre seit dem verheerenden Winterhochwasser 1947 vergangen und Sie wissen es sicher alle noch, vor 20 Jahren trotzte die Region einer drohenden Überflutung. Also das Thema Wasser zieht sich seit Hunderten von Jahren als Thema hier durch. Wir eröffnen aber nicht nur diese neue, vielseitige und informative Jahresausstellung, die Sie sich nachher anschauen können, sondern das Museum markiert damit einen wichtigen Schritt in seinem laufenden Entwicklungs- und Transformationsprozess. Das Oderbruch-Museum Alt-Ranft hat sich auf den Weg gemacht und es zeigt, dass Museen zwar historische Themen und Fundstücke klassischerweise präsentieren, aber dass sie selbst keineswegs starre Institutionen sein dürfen. Museen verändern sich über die Jahre und sie müssen sich verändern. Denn nur so bleiben Museen lebendig und anziehend für Besucherinnen und Besucher und sie bieten auch Möglichkeiten der Horizonterweiterung. Und nur deshalb ist es auch immer wieder spannend, ein Museum auch neu zu besuchen. Neue Ausstellungsgestaltungen, innovative Vermittlungsformate, gekonnte Maßnahmen in der Öffentlichkeitsarbeit bauen Schwellenängste ab und locken Besucher an. Das sind richtige und wichtige Schritte, verbunden mit viel Engagement und Arbeit, aber sie alleine genügen heute nicht mehr. Eine ganz wesentliche Herausforderung ist es, Strategien der Teilhabe zu entwickeln. Frau Ministerin Münch, begrüßen auch den Herrn Landrat Schmidt, Herrn Bürgermeister Lehmann, mein Kollege Samodarian, Herrn Fehr, Frau Scholz, Herrn Porath und vor allen Dingen auch die Mitarbeiter dieses Hauses, die, wie die Ministerin schon gerade gesagt hat, die mir scheint, eine tolle und engagierte Arbeit machen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich kurz erzählen, wieso wir hier als Kulturstiftung des Bundes gelandet sind. Wir haben vier Regionen ausgesucht, vier Regionen, die etwas tun wollten, um mit Kultur eine Region zu entwickeln, sie irgendwie zukunftsfähig machen. Und wir glauben daran, dass Kultur in dieser Transformation, in der Entwicklung viel beitragen kann. Wir haben im Saarland einen Ort gefunden, in Südniedersachsen, in der Schwäbischen Alb und hier im Oderbruch. Und meine erste Begegnung mit dieser Region war ein Büro, was sich Büro für Landschaftskommunikation nannte. Wir hatten da ein Projekt gefördert. Ich konnte mir überhaupt nicht so richtig darunter vorstellen, was machen die da eigentlich? Und bin mit meinen Kollegen zu einer Premiere gefahren, eines Stückes, Theaterstückes, was wir gefördert haben, wo es um die Feuerwehr ging, also die Geschichten der Feuerwehrleute. Und saß in der Premiere ganz oben in einer Schräge bei
hohen Temperaturen zwischen Feuerwehrleuten, großen, starken Jungs, die gar nicht wussten, wie das jetzt, das, was sie gefragt wurden von Kenneth Anders, der sie begleitet und interviewt hat und die Geschichten gesammelt, wie man damit Theater machen kann. Also die saßen genauso gespannt wie auch ich. Und ein toller Schauspieler hier am Theater am Rand, heißt es so genau, spielte deren Geschichten und auf eine tolle Art und Weise. Und es war eine unglaubliche Stimmung. Und plötzlich, ja, gab es Theater aus ganz realen Gegebenheiten, stolze, traurige. Es war eine fantastische Stimmung. Da habe ich angefangen zu verstehen, aha, so könnte Landschaftskommunikation sein. Dann wurde ich eingeladen in Heimatstuben, wo Studenten mit älteren Bürgern darüber diskutierten, was man mit diesen Orten macht, wer die weiter betreibt, was man mit diesen Objekten machen soll. Und langsam dämmerte es mir, dass tatsächlich hier nicht nur dieser Landstrich sehr besonders ist, und aufgeladen, würde ich sagen, aufgrund dieser sehr besonderen Geschichte und dieser Landschaft, sondern eben auch, dass diese jungen Leute hier sind und etwas machen, was ich als Kunst bezeichne, aber was eigentlich eine Selbstbeschreibung ist. Und das ist eine gute Methode, um sich, mit der Landschaft, mit der eigenen Geschichte zu beschäftigen. Und wie es so kommt, wurde ja gerade von der Ministerin wunderbar erläutert, wurde dieses Haus kurz mal geschlossen und dann gab es einen Neustart. Ein Neustart ist was ganz Seltenes für ein Museum und ich muss Ihnen sagen, auf der ganzen Welt fragen sich heute Museen, wie müssen wir eigentlich sein, damit wir in Zukunft noch interessant für eine junge Generation sind. Das ist ganz schwierig. Und Häuser mit großen Sammlungen und Mitarbeitern, die seit Jahrzehnten arbeiten dort, die sehr fixiert sind auf ihre Methoden, da was zu verändern, Sie wissen es ja, wie es auch mit dem eigenen Leben ist, wie schwer es ist zu verändern, ist es eben auch in diesen Institutionen. Also sie tun sich sehr schwer, eigentlich interessant zu bleiben für junge Menschen, die vielleicht gar nicht mehr so viel Bezug zu diesen Gegenständen haben. Die sprechen nicht mehr zu ihnen. Was machen wir mit diesen ganzen Häusern und Sammlungen? Insofern ist diese Situation hier mit einem Neustart und einer großen Geschichte einmalig. Das finde ich wunderbar. Ich bin ganz schnell vorhin durchgegangen und es ist ganz anders, als man sich ein Museum vorstellt. Und ich glaube, das wollen wir doch alle miteinander, dass wir mit Hilfe dieser verschiedenen Förderungen, vor allen Dingen mit der begeisterten Politik, wir haben einen Landrat, der richtig diese Sache so engagiert betreut und kritisiert und miterlebt. Und eben Herr Lehmann genauso, er lächelt, weil wir haben schon so lustige und interessante Sitzungen zusammen gehabt. Also alle schauen drauf, was kann hier Kultur bewirken und was in den nächsten 3 Jahren, wenn es dieser Prozess abgeschlossen ist, was daraus wird, wissen wir nicht. Es liegt an Ihnen. Wer macht alles mit? Wer engagiert sich? Und wie wird es dann umgesetzt? Wie wird es gestaltet? Und ich glaube, es wird zum Teil Museum sein, es wird zum Teil Werkstatt sein, es wird Diskussionsort, es wird ein Ort zum Feiern, es wird Handwerk, alles Mögliche kann hier passieren. Und es liegt an Ihnen und das ist eine unglaublich tolle Chance und ich freue mich auf diesen Prozess und auf den heutigen Tag. Vielen Dank für das Zuhören und für Ihre Geduld. Ja, vielen Dank, Frau Völkers. Ich wollte mich hervordrängeln, weil Sie gerade eine Zigarette geraucht haben und dies lassen wir ja in Brandenburg zu, denn bei der 1848er Revolution gab es eine ganz große Forderung, Rauchen auf allen Straßen und Plätzen. Da sieht man, wie weit Deutschland jetzt gekommen ist. Wir hatten natürlich im Oderbruch eine ganz besondere Beziehung zum Tabak, wir haben ihn angebaut und dies war eine der ersten Formen der Lobbyarbeit, den Absatz des Knasters zu verbessern und in die Welt zu bringen. Aber ich möchte mich dem Thema stellen, man kann sich diesem Thema auch stellen. Knaster war ja auch eine besondere Art. Es war mal ein bisschen Hanf mit bei, also es war eine besondere Zigarette. Aber ich möchte jetzt nicht für den Cannabiskonsum werben. Mir werden ja immer sehr schnell bestimmte Dinge unterstellt. Ja, es ist so. Wie? Wir fassen das jetzt mal so auf. Nein, ich sage einfach, tauchen Sie ein in diese Ausstellung und dann erleben Sie etwas von dem Ansatz und der ist immer sehr schwer zu beschreiben. Dieser Ansatz, wir haben ja begonnen mit einem Handwerkerbuch und es gab jetzt in der Märkischen Oderzeitung zu diesem Handwerkerbuch mal eine Rezension
Und ich bin in mehrere Handwerksbetriebe gefahren, auch im Berliner Umland, und habe ihnen mal dieses Buch gezeigt und habe festgestellt, wie alte, gestandene Handwerksmeister erstaunt waren, wie ihr Metier, wie ihr Handwerk plötzlich auch mal künstlerisch umgesetzt und erarbeitet wurde. Und das Wichtigste ist, und wenn Sie jetzt sich die Wasserausstellung ansehen, und hier sind Fachleute, und ich weiß ja, dass der normale Melioratorsarbeiter, der mit der Schippe durch den Motter kriecht, nicht gerade als hochkulturell angesehen wird. Und man sieht in der Einfachheit und in dem Fachwissen und in dem Können, gibt es immer eine Verbindung zur Lebensleistung und zur Kultur. Die ist heute sehr oft abgerissen, und wir haben auch eine Menge Debatten in den öffentlichen Räumen, Debatten um Landwirtschaft, Debatten um Ernährung und. Es gibt immer eine Verbindung zwischen Kultur, Fachwissen und Können. Und diese Verbindung muss man herausschälen und man muss sie umsetzen. Und dann am Ende dient sie den Menschen in unserer Region, weil sie sozusagen ihre Lebensleistung, ihre Arbeitsleistung verbindet mit einem menschlichen kulturellen Anspruch. Und dies ist heute sehr wichtig gelungen, und ist eine wunderbare Sache. Und viele, die in dem Metier gearbeitet haben, ihr könnt euch den Bilderreigen ansehen der Leute. Meins braucht ihr nicht sehen. Aber viele, die hier gearbeitet haben, können sich natürlich mit dem Naturraum verbinden und können etwas sagen zu 300 Jahre Wasser, zum Oderbruch, zu unserer Landschaft, zu den Menschen, die zu uns kamen, die zu uns gekommen sind und die jetzt wieder versuchen wollen, eine bestimmte wichtige Verbindung zu schaffen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und in den letzten Jahren haben wir mitbekommen, dass wir immer interessanter werden. Also ich hoffe, dass unser Museum Alt-Rampft seinen Weg geht, dass wir ein neuer Eckpunkt in der Museumslandschaft Deutschlands werden. Ganz so doll bekannt sollen wir auch nicht werden, dann werden wir überrannt. Das ist auch nicht gut, wenn immer mehr Zuzug ist. Wir wollen ja nicht im Berliner Umland versinken. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, schauen Sie sich wirklich auch mal die Gerätschaften an und schauen Sie sich auch mal das Wunderkabinett an. Wir haben ja ganz links ein Wunderkabinett eingerichtet, eine alte Eigenschaft. Früher haben die Renaissancefürsten Millionen ausgegeben nach heutigem Geld, um zu zeigen, wie weltoffen wir waren, sie waren und wie künstlerisch begabt. Und sie haben auch keine Angst gehabt vor Kuriositäten. Das ist ja der Punkt, den Frau Völkers angesprochen hat. Es gibt manchmal, die Schönheit liegt sehr oft auch im zutiefst Banalen und man kann es daran erkennen. Und deshalb schauen Sie sich das Wunderkabinett an und da werden Sie viele Facetten erkennen. Ihnen heute alle noch einen schönen Tag. Wir müssen noch nach Neu-Hardenberg, Frau Münch. Tut mir leid, ich musste mir die Ausstellung vorher ansehen. Aber sie ist wunderbar, Herr Anders. Ich möchte kurz noch einige Dinge zur Ausstellung sagen, ohne Sie jetzt allzu lange aufzuhalten, und mich bei einigen Leuten bedanken. Was wir wollten mit der Ausstellung waren eigentlich drei Dinge. Zum einen wollten wir das Wassersystem zeigen, das wir für etwas weltweit Einmaliges halten, und zwar in verschiedenen Facetten. Es drückt sich eine bestimmte Kühnheit des Umgangs mit dem Oderstrom darin aus, eine enorme Ingenieurskunst, die über 300 Jahre entwickelt worden ist, und diese Zeitlichkeit wollten wir auch hineinbringen, und natürlich ein bestimmter Umgang der Menschen mit Natur. Das heißt, wir sind auf ein Motiv gestoßen, das ganz viele Oderbrücher uns immer wieder ausgedrückt haben. Man soll keine Angst haben vor der Oder, aber man soll Respekt haben. Und diese beherzte Aneignung, die sich in Klugheit und Engagement ausdrückt, die wollten wir halt auch einfangen. Das war das, was wir zum einen inhaltlich leisten wollten. Ob es uns gelungen ist, werden Sie gleich selbst beurteilen können. Zum Zweiten wollten wir einen Grundstein legen für die Ausstellungsarbeit in den nächsten Jahren. Das heißt, das, was Sie hier sehen, soll in den nächsten Jahren durch weitere Themen noch angereichert werden können. Durch Fotografien zum Thema Landwirtschaft, zum Thema Siedlungskultur im Oderbruch, durch Texte, die wiederum diese anderen Facetten noch beinhalten, und auch durch Objekte und also Museumsgut. Und das alles soll in den nächsten Jahren heranwachsen, und dafür brauchten wir erstmal Platz und Luft. Und dann war ganz zentral das Arbeitsprinzip, dass wir diese Ausstellungen von der Erfahrung der Menschen im Oderbruch selbst aufbauen wollten. Das ist das, was Frau Völkers vorhin das Prinzip der Landschaftskommunikation genannt hat. Das heißt, am Anfang steht nicht das Fachurteil oder das Wissenschaftsbuch, sondern am Anfang steht das Wissen der Menschen, die diesen Raum bewirtschaften. Und von dort wollten wir ausgehen.
Und inwiefern uns das gelungen ist, wie gesagt, werden Sie selber sagen. Aber ich möchte doch einigen danken, die dazu beigetragen haben. Das sind zum einen natürlich die Geldgeber, die uns das Vertrauen gegeben haben, diesen Weg zu gehen, der auch sehr viel Mut und Durchhaltevermögen abverlangt. Das sind Leute wie Karin Ballhorn, die bei uns im Büro seit Wochen dafür sorgt, dass wir wieder Mut bekommen und dass Heiterkeit in diesem Museum einzieht. Das ist Jürgen Neumann, der als Hausmeister weitaus mehr macht, als ein Hausmeister sonst tut, der nämlich zum Teil auch im Ausstellungsbau selber sich mit engagiert hat und enorm viel wegträgt mit seinen Leuten, mit der ganzen Hausmeisterei. Es ist ein Vorstand, der uns den Rücken freigehalten hat, ein Beirat, der wirklich immer engagiert bei der Sache war. Die Leute, die Beiratsmitglieder kommen einzeln hier jenseits der Sitzungen noch vorbei, erkundigen sich, informieren sich und helfen. Und es sind die beteiligten Verwaltungen, ohne die das Ganze nicht funktionieren würde. Was die Ausstellung selbst anbelangt, sind natürlich vor allen Dingen die Künstler und Künstlerinnen zu nennen. Wir haben schon gehört vom Studiolo, vom Studierzimmer des Oderbruchs, das uns von Michael Fehr so in dieser Form eingerichtet worden ist und das in den nächsten Jahren sich noch sehr stark weiterentwickeln soll. Wir danken Michael Fehr sehr für jetzt schon anderthalb Jahre, die er uns begleitet und uns dabei hilft, für das Sammeln und die Sammlung im Museum eine neue Perspektive zu finden. Es ist Waltraud Fischer, die diese Werkbänke realisiert hat, die Sie dort drin sehen, wo Sie kleine Bühnenbilder quasi haben, die etwas zur Geschichte des Wassersystems erzählen und der Hochwasser. Es ist Stefan Schick, der, wie ich finde, schöne Lösungen gefunden hat für die Porträtfotografien. Sie werden die meisten Menschen, die dort zu sehen sind, kennen. Und wenn Sie die Audio-Guides aufsetzen, die Kopfhörer, werden Sie sie auch hören. Viele Menschen sind also schon seit Jahren hier Botschafter quasi des Umgangs mit dem Wasser im Oderbruch. Es ist ein Rechercheteam, das diese über 20 Leute befragt hat. Und es sind Leute aus der Region, die sehr viel wissen, weil sie ihr Leben lang dafür gearbeitet haben, wie Volker Künkel oder Joachim Quass, die uns dabei unterstützt haben, diese Ausstellung fachlich zu entwickeln. Und unser wichtigster Partner in diesem Jahr ist der Gewässer- und Deichverband. Die Leute haben diese großen Objekte hergerichtet, uns hierher geschafft. Und sie haben uns auch ansonsten fachlich und inhaltlich so gut unterstützt, dass wir abgesichert in dieses Jahresthema gehen konnten und sagen konnten, okay, wir glauben, das stimmt, was wir hier zeigen. Dafür sind wir auch sehr dankbar. Zum Abschluss möchte ich aber noch vier Menschen persönlich danken. Das ist zum einen Antje Scholz, der wir dieses große Objekt verdanken, das Sie dort drin sehen werden, das Oderbruch-Objekt als riesengroßes Gespinst. Lesen Sie sich gerne durch, was dort, welche Entscheidungen in dieses Objekt eingeflossen sind und was dort eigentlich alles herauslesbar ist. Und bedeutsam für uns ist vor allen Dingen aber auch noch die kuratorische Arbeit von Antje Scholz, die uns dabei geholfen hat, die eingangs erwähnten Ansprüche, die wir hatten an diese Ausstellung, dass sie weiter wachsen kann, dass sie so heterogenes Material vom Filmmaterial bis hin zum Buch vereinen kann, die uns dafür die kuratorischen Grundaussagen gegeben hat und sie auch mit bewundernswerter Strenge durchgezogen hat, sodass wir jetzt eine Situation haben, wenn Sie in das Haus gehen, und das erleben wir seit Ostern. Seit Ostern haben wir ja wieder geöffnet, damals noch ohne Wasserausstellung. Hier kommen die Menschen, die bleiben stehen, sie unterhalten sich, sie lesen sich Dinge durch, sie lassen sich in Gespräche verwickeln und es entsteht eine Atmosphäre, die sehr offen ist und die dazu beiträgt, dass man sich das, was gezeigt wird, nachher eben auch miteinander gemeinsam erschließen und weiterentwickeln kann. Und Antje, ich bin wirklich sehr dankbar, dass du dir das angezogen hast und dich darauf eingelassen hast. Und wir sind sehr glücklich mit dem Ergebnis. Das zweite ist Nadja Hirsch, die als Produktionsleiterin einen regelrechten Veitstanz leisten musste zwischen Handwerkern, Programmleitung, Verwaltung, Hausmeisterei, also ganz, ganz vielen verschiedenen Instanzen und Prozessen, dabei nie die gute Laune verloren hat, sondern eigentlich immer wieder gesagt hat, wir schaffen das, und mit bewundernswerter Eleganz immer punktgenau gelandet ist. Und das war wirklich eine sehr große Hilfe, denn die Herausforderungen, die da zu lösen waren, waren so vielschichtig und die gingen von den ganz, ganz kleinen Dingen bis zu ganz, ganz zentralen Dingen, dass wir das ohne dich auf keinen Fall hätten lösen können. Und dann möchte ich noch zwei Männern danken. Das ist zum einen Ulrich Seifert-Stür, der diesen Fotoessay über die technischen Anlagen des Oderbruchs hier beigetragen hat und der aber auch in unserem Vorstand ist. Und das ist eigentlich, das drückt eigentlich sehr gut aus, was wir uns vorstellen für die Zukunft dieses Museums, dass eben alle miteinander wachsen und in verschiedenen Rollen auch hier mitwirken können. Und Uli Seifert hat nicht nur diese wunderbaren Fotos beigesteuert, sondern er hat eben auch überhaupt in den letzten anderthalb Jahren sehr viel dazu beigetragen, durch seine konstruktive Haltung und seine Freundlichkeit, dass wir auf einen guten Weg gekommen sind.
Und der Letzte, dem ich danken möchte, der vielleicht mit der Ausstellung selbst am wenigsten zu tun hatte, der aber ganz zentral war dafür, dass wir heute hier so stehen können, ist Bernd Hoffmann, unser Vorstandsvorsitzender, der uns in sehr schwierigen Zeiten den Rücken freigehalten hat und gesagt hat, ich vertraue euch und macht mal. Und so können wir jetzt heute hier stehen, können uns freuen auf diese Ausstellung und auf einen Tag, bei dem ich noch verweisen möchte auf Martin Klingeberg, der dort oben diese Soundcollage installiert hat und immer zur vollen Stunde, also um 12, 1, 2 Wassermusik auch live spielen wird, und auf die Theatergruppe Traumschiff, die dort unten an der Weide um 15 Uhr das Theaterstück Bibergeil aufführen wird. Ich hoffe, Sie haben genug Zeit mitgebracht und Sie sollten nicht hungern, nicht dursten. Nehmen Sie sich ein Glas Sekt und uns allen einen schönen Tag hier. Thank you.